Wie verhalte ich mich bei einer Razzia im Club? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem Thema, wie verhalte ich mich bei einer Razzia im Club? Shisha-Bar, Restaurant, Hotel, was auch immer. Mich haben so unglaublich viele Leute gefragt. Hör mal, André, was mache ich eigentlich, wenn die Polizei plötzlich in den Club kommt, in die Shisha-Bar kommt und mich dann plötzlich kontrollieren will oder noch viel Schlimmeres mit mir machen möchte? Was tue ich als Betroffener und was tue ich möglicherweise auch als Betreiber? Also wirklich die Geschichten, die mir in Bezug darauf geschildert worden sind, ja, also fängt an von Ausziehen und die Intimzonen freimachen im Gegenwart von allen anderen, das nicht bewegen dürfen. Ja, du bleibst genau da stehen, du darfst dich nicht bewegen, sonst wirst du festgenommen. Also mir wurden so krasse Sachen schon erzählt und deswegen schauen wir uns zwei Aspekte an, ja, und die müssen wir getrennt voneinander betrachten, nämlich einmal, was ist rechtlich erlaubt und auf der anderen Seite auch, wie solltet ihr euch wirklich verhalten? Denn da zwischen Theorie und Praxis liegen sehr, sehr häufig Lichtjahrhunderte, ja, okay? Deswegen einmal, Razzia im Club passiert. Was soll ich tun, wenn ich dort im Club bin? Ich denke an nichts Böses, ich möchte da mit meinen Freunden feiern. Und dann kommt ein Polizeieinsatz. Die Polizei kommt rein, nicht bewegen, Ausweis her, Personenkontrolle, Personendurchsuchung, Leibesvisitation, alles Mögliche. Ihr kooperiert bitte. Einfach nur aus dem Grund, um irgendwelche nachteiligen Folgen zu vermeiden. Widerstandsanzeigen oder was auch immer. Wenn die Polizei eine Razzia im Club macht, so, dann machen die das aufgrund des Anfangsverdachtes der Begehung von Straftaten dort. Kann natürlich auch noch Polizei präventive Aspekte haben, gar keine Frage. Aber grundsätzlich aufgrund einer Rechtsgrundlage. Das gilt nicht nur hier in Bayern, hier gilt es ganz besonders. Also meine Kanzlei, quasi, also wenn ich aus dem Besprechungszimmer von meiner Kanzlei schaue, dann schaue ich direkt auf ein ganz bekanntes Restaurant, das abends immer so aus einer Art so ein Club wird. Sehr beliebt, auch da habe ich schon mal einen Polizeieinsatz selbst gesehen, tatsächlich. Da kann ich jedem nur raten, das passiert aufgrund einer Rechtsgrundlage und deswegen kooperativ verhalten. Ja, wenn ihr euren Ausweis kontrollieren möchtet, dann können sie euren Ausweis kontrollieren. Dann macht ihr da die Angaben zur Person, ihr sagt dann aber bitte Folgendes und zwar, macht sie, wie lange bist du hier, mit wem bist du hier, hast du Drogen dabei? Dann sagt ihr bitte, hier ist mein Ausweis, sie können selbstverständlich meine Personalien kontrollieren. Sehen Sie es mir nach, ich möchte mich jetzt gerade, ich möchte nichts Falsches sagen, kurz mit meinem Rechtsanwalt beraten oder ähnliches, aber macht keine vorschnellen Angaben. Ich habe gesehen, der hat auf der Toilette jetzt gerade Drogen genommen oder so. Oder ja, okay, hier, ich habe hier was dabei oder so. Sowas bitte nicht sagen, sondern einfach nur sagen, hier meine Personalien. Haben Sie einen Verdacht gegen mich? Bin ich Zeuge oder bin ich Beschuldigter in einem Strafverfahren? Dann bitte klären Sie mich über meine Rechte und Pflichten auf. Ja, das könnt ihr fordern, das solltet ihr auch fordern in einer solchen Situation. Ich versuche euch das natürlich praktisch nahezubringen. Was tut ihr denn tatsächlich, ja? Und deswegen will ich euch jetzt keine irgendwelche utopischen Sachen erklären, die man in der Praxis eh nicht umsetzen kann. Ja, ihr kennt das alle. Kennst du das, wenn die so diese Selbstverteidigungskurse im Internet so siehst und der sagt, ey, schlag mal so und dann, bam, da kommt da so ein krasser Wurf und du denkst, wow, was geht ab? Aber diese Spontanreaktion dann draußen bei einer körperlichen Auseinandersetzung, die kann man dann kaum umsetzen. Die Polizei kommt rein. Die Situation, die ist schrecklich, die ist hektisch, man ist überfordert, da sind mehrere Polizeibeamte, man weiß nicht, was man tun soll. Wenn die euren Ausweis kontrollieren wollen, dann sollen die euren Ausweis kontrollieren, eure Personalien auch gerne feststellen. Wenn die aber sagen, ey, ich habe gesehen, du hast hier irgendwas sagen bezüglich der Begehung einer Straftat. Dann sagt ihr bitte ganz kurz, was wollen Sie jetzt von mir? Kann ich mich kurz mit einem Anwalt beraten? Ich möchte nichts sagen. Und wenn ihr dann auf Stuhlstand seid, ich möchte jetzt nichts weiter dazu sagen, dann können die euch auch nicht viel. Ja, ein Polizeibeamter, der ist geschult, die wissen, was abgeht. Natürlich belehren die euch über eure Rechte und Pflichten, wenn die euch derart kontrollieren und ihr das auch fordert. Ja, von alleine häufig nicht. Das sind auch hektische Situationen. Da kann man auch nicht immer alles richtig machen, auch rechtlich nicht. Deswegen beharren sagen, so, pass mal auf, ich habe Ihnen meine Personalien gegeben. Mehr möchte ich jetzt gerade nicht sagen. Eigentlich will ich nur meinen Ausweis wieder haben und nach Hause gehen. Aber bitte nicht auf irgendwelche Fragen antworten oder ähnliches. Ihr wisst ja gar nicht, was seid ihr Beschuldigte, seid ihr Zeuge oder was auch immer, keine Ahnung. Bleibt da sitzen, ganz ruhig, lasst das einfach über euch ergehen und glaubt mir, ich habe so viele Clubbesitzer, so viele Shisha-Bar-Betreiber schon verteidigt und die unterstützt. Die sind nicht immer daran schuld. Ja, also das natürlich macht das Image oder auch den Ruf eines Clubs oder einer Lokalität, nennen wir es mal so, kaputt, wenn da andauernd Polizeieinsätze sind. Das ist mir schon klar, aber häufig können die da gar nichts für, die Ladenbetreiber. Was mache ich als Ladenbetreiber? Selbstverständlich als Ansprechpartner sollte man sich als Ladenbetreiber, wenn man vor Ort ist, denn dann auch sofort als solcher erkenntlich geben und sagen, so, das ist mein Laden, was kann ich für Sie tun? Was wollen Sie hier? Bitte einmal den Durchsuchungsbefehl zeigen, wenn es einen gibt. Sagen, ich möchte bei der gesamten Maßnahme hier einen unabhängigen Durchsuchungszeugen mit hinzuziehen, wenn die da irgendwas überprüfen wollen, wenn die einfach willkürlich alle Gäste kontrollieren, sagen, was machen Sie mit den Gästen jetzt gerade? Ist das eine Personenfeststellung, was Sie da machen oder sind das alle Beschuldigte in einem Strafverfahren oder was auch immer wollen Sie von denen? Also versucht bitte als Inhaber der Lokalität so viele Informationen zu bekommen, wie es nur geht. Was man auch nicht machen sollte, ist
panisch reagieren und sich verstecken oder so oder wegrennen. Noch schlimmer, dann setzt ihr sofort einen Verdacht, dann rennt die Polizei euch hinterher, bringt euch mittels unmittelbaren Zwang zu Boden, das tut dann weh und dann ist man natürlich verdächtig, logisch. Es kann auch sein, dass die Polizei da die Toilettentür eintritt, wenn ihr gerade auf Toilette seid. Auch sowas wurde mir schon geschildert. Da auch bitte ruhig bleiben, Ruhe bewahren. Vielleicht kriegt ihr es dann heraus, welcher Beamte das gewesen ist, denn so eine Maßnahme löst möglicherweise, wie ich finde, Schmerzensgeldansprüche aus, denn das ist etwas, das greift ganz extrem in die Intimsphäre ein und niemand muss so zur Schau gestellt werden. Anders ist natürlich, wenn die Polizeibeamten sehen, ihr rennt weg, rennt auf Toilette, natürlich rennen die hinterher und treten die Tür ein. Und wenn ihr danach sagt, ja, ich wollte nur auf Toilette gehen, glaubt euch kein Mensch mehr. Was ist, wenn das ganze Stunden dauert und die Polizei lässt euch nicht auf Toilette? Dann bitte auch das dokumentieren. Ihr habt immer das Recht, einen Verteidiger anzurufen, einen Rechtsanwalt anzurufen, dann ruft ihr einen Rechtsanwalt an. Es gibt genug Notfall-Hotline, auch meine Notfallnummer, die ist auf meiner Internetseite. Dann ruft ihr dann an, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann versucht ihr natürlich zu den Polizeibeamten zu sagen, ey, ich muss auf Toilette. Wenn er nein sagt, sagt ihr dann, ja, wie heißen Sie, wer sind Sie, ich muss auf Toilette, was soll ich mir in die Hose pinkeln, bitte begleiten Sie mich auf Toilette oder was auch immer. Bietet auch dann gerne an, Sie können mich auch vorher untersuchen, können auch schauen, ob ich irgendwo Drogen versteckt habe in der Hosentasche oder so. Ausziehen vor anderen, darauf bestehen, nein, das mache ich nicht, ich möchte das allein auf Toilette machen, das Persönlichkeitsrecht habt ihr, hallo, wir sind hier in Deutschland, also das ist völlig unverhältnismäßig. Oder auch eine Toilettentür auftreten, auch das löst möglicherweise Ansprüche dann nachher aus, aber wenn ihr flüchtet, euch auf Toilette einschließt, natürlich setzt ihr den Verdacht und dann ist es auch nicht mehr unverhältnismäßig, wenn der Polizeibeamte hinterherkommt und dann da die Tür eintritt. Muss ich meine Personalien angeben? Die Frage bekomme ich immer wieder gestellt. Ja, bitte hindert die Polizei nicht daran, eure Personalien festzustellen. Seid da kooperativ, die darf das. Es hat eine Rechtsgrundlage und daran gibt es gar keinen Zweifel. Ganz interessant wird es ja dann auch, wenn, und das passiert leider sehr, sehr häufig, es zu einer Sachbeschädigung kommt im Rahmen der Razzia, wenn letzten Endes nichts dabei rausgekommen ist, wenn man nicht zufällig in dem Schrank, dessen Tür man aufgetreten hat, ein Kilo Drogen findet oder irgendwas anderes Strafbares findet, dann hat man da natürlich auch Schadensersatzansprüche gegenüber der Behörde, dann wahrscheinlich vertreten durch das jeweilige Bundesland, NRW, Freistaat Bayern, was auch immer, da kann man dann dagegen vorgehen. Also solche Ansprüche hat man dann schon, gar keine Frage. Das Ganze ist unbequem, ja, das Ganze dauert auch manchmal Stunden und der Abend ist im Piep und das Ganze ist nervig, aber bitte leistet da einfach keinen Widerstand. Das sind Maßnahmen in den allermeisten Fällen gedeckt durch eine Rechtsgrundlage und ob das ganze Vorgehen dann letztendlich verhältnismäßig ist oder unverhältnismäßig, das kann man im Marktnachgang immer noch prüfen, aber wenn ihr dann im Rahmen einer Diensthandlung quasi Widerstand leistet, dann ist das ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten, also kommt nicht auf die Idee, den Polizeibeamten zu schubsen, zu hauen oder so, das solltet ihr nicht machen, wenn er abhaut, ist zwar keine Straftat, aber Polizeibeamten werden euch sicherlich einholen und dann hat man halt auch ein Problem, weil dann kommt man vielleicht eine Nacht ins PG oder so. Ich weiß auch, dass die Situation, wenn ein Polizeibeamter mit einer Waffe da steht, wie auch immer, bewaffnet, die Waffe sogar vielleicht in der Hand hält oder so, das ist eine sehr bedrohliche Situation, aber auch da bitte cool bleiben und ich würde es tatsächlich einfach über mich ergehen lassen. So, und dann würde ich, wenn es ganz brenzlig wird, einen Anwalt anrufen, ansonsten Personalien angeben und dann einfach abwarten, bis es fertig ist. Und wie gesagt, häufig können die Clubbetreiber da auch nicht unbedingt immer was für. So ist das zumindest meine Erfahrung. Wenn man als Clubbetreiber Opfer wöchentlich tatsächlich, gerade immer Freitagabends oder Samstagabends von solchen Durchsuchungsmaßnahmen wird, dann sollte man sich auch einen Anwalt nehmen und der sollte dann mal mit der zuständigen Behörde sprechen, ob das unbedingt gerade nötig ist oder auch nicht. Wenn natürlich bekannt ist, dass es ein ganz bekannter Drogenumschlagsplatz ist, dort diese Lokalität, dann hat man ein Problem, dann ist immer ein Anfangsverdacht gegeben, aber andernfalls sollte man sich auch versuchen, dagegen zu wehren, denn das ist natürlich rufschädigend und das auf Dauer für keine Lokalität tragbar. Deswegen merkt euch bitte die drei nachfolgenden Punkte, wenn ihr Gast in einer Lokalität seid, wo gerade eine Durchsuchung oder eine Razzia stattfindet. Personalien müsst ihr angeben und solltet ihr auch angeben. Keinen Widerstand leisten und immer darauf drängen, dass euch eure Rechte erklärt werden und dann auch zu euren Rechten stehen. Bedeutet nicht einfach, wenn der Polizist sagt, zieh dich jetzt aus, vor allem aussehen. Nein, warum und wieso soll ich mich gerade aussehen? Erklär es mir oder erklären Sie es mir. Ich möchte viel lieber gerade auf Toilette gehen. Ich mache es. Ich habe nichts bei mir. Sie können mich kontrollieren, aber nicht vor allem nackt machen. Darauf beruhen und wenn es ganz brenzlig wird, immer noch einen Anwalt anrufen. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema mal näher bringen. Tatsächlich diese Kontrollen, die häufen sich ja auch in den letzten Jahren, was ich zumindest, seitdem ich Anwalt bin, so erlebt habe, geht das so immer so tatsächlich stetig nach oben. Deswegen, wenn ihr Fragen dazu habt, selber betroffen seid, sehr gerne könnt ihr euch an mich oder einen anderen Strafverteidiger wenden. Da gibt es auch sehr gute Kollegen, die immer eine Rufbereitschaft installiert haben. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen dazu habt, natürlich hier in die Kommentare, hier bei Instagram, mir dazu schreiben. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Abend.